Hallo, Lieben. Moin. Marc, Hajo. Aber erst bevor das Video beginnt, Musikempfehlung, ganz wichtig. Willst du anfangen mit der Ich Musikempfehlung? fange gerne an. Gut. Ich habe mir ein schönes Lied ausgesucht. Das ist schon etwas älter. Original gesungen von Leonard Cohen. Klassiker, ich glaube, zigtausend Mal gecovert. Halleluja. Da könnte ich jetzt direkt eine Aber Geschichte zu nicht erzählen. von Leonard Cohen, sondern von Jeff Buckley, weil das ist die Ah, okay. Version, die richtig unter die Haut Ja, geht, finde ich. ja, ja. Das ist meine Musikempfehlung. Darf ich mal posen? Oder? Hau Habe ich mit meiner Tochter zusammen Weihnachten gespielt. Ich am raus. Geiles Klavier Lied. und sie hat gesungen. War tränenreich, also Ja. bei der Schwiegermama. Wie auch immer. Ich habe auch was. Und zwar auch etwas älter. Ich glaube, Ursprungsjahr ist 1967. Das war ein ganz besonderes Jahr. Da bin ich nämlich entstanden. Das war mal eine Frage, wie alt ich bin. Jetzt wisst ihr es. Und zwar Aretha Franklin, aber die Fassung, die ich gut finde, ist, und das kennt ihr alle wahrscheinlich von den Blues Brothers, das war ja ein bisschen später in den 80ern, glaube ich, als er gedreht Ja. wurde. Den Film habe ich, glaube ich, auch, ich glaube wirklich gefühlt bestimmt 10 Mal geguckt, weil ich die Musik super geil finde, muss ich sagen, auch mit Cab Calloway und wer da so mitspielt. Wie auch immer, also Aretha Franklin Think, das ist ein toller Titel, finde ich, der ist Ja, Hammer cool. und Der ist bringt cool. richtig Spaß, muss ich Der sagen. ist Also cool. das zur Musikempfehlung und jetzt geht es Yes. gleich mit dem Video los. So, ihr Lieben, wir legen los. Und zwar haben wir schon mal vor einigen Wochen einen Vergleichstest gemacht, diesmal mal nicht Lautsprecher, sondern wir haben uns All-in-One-Geräte heißen All in one, sie, richtig, haben wir genau. uns mal vorgenommen. Und das letzte Video war, da hatten wir den von Cambridge Evo 150 am Start gehabt. Dann Korrekt. hatten wir AVM 2.3 am Start. Das war übrigens das einzige Gerät zu der Zeit, was CD noch included hatte sozusagen. Und wir hatten von NRD den M10V2. Wir fanden den Test irgendwie ganz toll, haben damals angekündigt, dass wir das auch weitermachen wollen. Und Marc und ich haben gesagt, pass auf, das machen wir auch. Wir haben auch tatsächlich dieselben Lautsprecher wieder benutzt. Und zwar, das sind in dem Fall Canton Taunus 90. Weil ich finde, dann machen wir auch genau so weiter. Und das soll nicht langweilig sein, aber ich finde den Vergleich schon gut, dass wir gesagt haben, wir nehmen auch die Lieder, die wir bei dem ersten Video hatten. Also sprich, für euch ist es so, dass ihr jetzt die zwei Videos hintereinander laufen lassen könntet und hättet dann schon immerhin eine Auswahl von 6 Geräten. Und zu den Geräten komme ich jetzt. Wir haben uns heute ausgesucht von Audiolab Omnia. Dann haben wir uns von Sonoro das Maestro ausgesucht. Auch ein ganz tolles Gerät. Und ganz neu eigentlich ist von Technics SAC 600 heißt das gute Stück. Genau. Vielleicht kurz zu den Preisen im Allgemeinen. Die Taunus liegen, ich habe es mir notiert, bei 2.600 Euro das Paar in Nuss. Baum, ich glaube Nussbaum, Walnuss ist das, glaube ich, Ja. liegen sie bei 2,8, nur dass ihr es wisst, dass es eine Farbe gibt, die etwas teurer ist. Audiolab Omnia liegt rund bei 1,5, 14,99, Maestro ebenfalls bei 1,5 und der günstigste, muss man in dem Fall mal sagen, ist der Technics SRC 600, also deutlich günstiger, weil der nur in Anführungsstrichen bei 1.000 Euro liegt. Technisch vielleicht ganz kurz was gesagt, ich bin jetzt im Flow, Hau raus. alles klar. Technisch vielleicht ein paar Features zu den einzelnen Geräten. Also Audiolab Omnia hatte ich mir notiert, 2x75 Watt an 4 Ohm dementsprechend, hat ein CD-Laufwerk drin, kann man auf dem Bild gut sehen. Musikdienste, also eigentlich, ich behaupte mal vorsichtig, nahezu alles. Amazon Music, Spotify, Tidal, Deezer, Kubus, ich könnte immer weiter aufziehen, also wirklich, wirklich sehr umfangreich. Bluetooth natürlich neueste Standard drin, dementsprechend. Besonderheit finde ich, dass man einen Plattenspieler könnt ihr direkt anschließen, praktisch, ohne dass der einen Vorverstärker haben muss. Also direkt Phono-Eingang, finde ich super. Kopfhörerausgang selbstverständlich, hat dreimal analog, zweimal Koax, zweimal noch optisch. Also ich finde, das ist wahnsinnig ausgestattet, das Ganze. Ein tolles Gerät, was das angeht. Im Vergleich dazu Maestro, der sticht ein bisschen mit einer Sache raus, und zwar, der hat unglaublich viel Leistung. Der hat nämlich 2x170 Watt an 4 Ohm. Das finde ich also gigantisch. Wenn man sich das Gerät mal so anguckt, ist das von der Bauform natürlich auch eigentlich deutlich kleiner sogar als das Maestro. Auch gewichtstechnisch ist der Maestro so der schwerste hier im Bunde. Aber wie auch immer, er hat auf jeden Fall angegeben 2x170 Watt an 4 Ohm. Auch CD, was ich persönlich, liegt wahrscheinlich am Alter, immer noch ganz gut finde. Auch alle bekannten Musikdienste dabei. Also ich habe keinen vermisst in dem Fall. Bluetooth, neuester Standard, mache ich aber so auch. Phono-Eingang, das finde ich auch, wie gesagt, toll. Kopfhörer,
Was er hat als Besonderheit, das hat der Omnia übrigens auch, das habe ich eben nicht erwähnt, ist noch ein Pre-Out. Das heißt, ihr könntet theoretisch noch eine Endstufe, wenn ihr doch noch sagt, nee, ich habe sehr große Lautsprecher, aber ich mag den Omnia mit der Vorstufe, was er kann, eben technisch finde ich gut. Mhm. Aber ihr holt euch, das ist ja Marktspezialität eigentlich auch im Home-Cinema-Bereich, dass man denn noch mit weiteren Endstufen arbeitet. Auch hier könntet ihr praktisch eine Endstufe anschließen. Gilt also für den Audiolab Omnia genauso wie für den Maestro von Sonoro. Als letzten im Bunde, sozusagen als dritten im Bunde, hört sich schöner an, haben wir ja den Technics. Da ist die Besonderheit, also der hat alles Mögliche auch, wie wir es eben erwähnt haben. Von der Leistung ist er, das hattest du, glaube ich, drauf, von der Leistung. 2x60 Watt. 2x60, gut, das ist genau. Der schwächste, wenn man so will, aber Hand aufs Herz, wenn ihr 60 Watt mal wirklich, wenn man es mal ausfährt, das ja. ist schon ganz schön laut, muss ja. man fair mal sagen. Also es wird interessant, ob jetzt tatsächlich diese Mehrleistung ja. vom Sonoro auch tatsächlich hörbar. Genau, das denke ich auch. Aber was er hat, und das fand ich ganz interessant noch, das haben die anderen soweit nicht, obwohl das technisch umsetzbar wäre, aber schwieriger umsetzbar wäre über den Pre-Out, der hat tatsächlich einen Sub-Out. Das heißt, also da könnt ihr wirklich, wenn ihr Regallautsprecher habt zum Beispiel und sagt, schon, das ist super, hört sich gut an, aber mir fehlt untenrum ein bisschen was, dann hat er eben den Subwoofer und ihr schließt ja einen aktiven Subwoofer an. Da geht ja keine Leistung verloren sozusagen, sondern der behält seine Leistung und der Subwoofer, der aktive Subwoofer, leistet dann ja oder hat die Endstufe in sich drin. Ja. Und dann habt ihr natürlich noch einen schönen, was weiß ich, könnt ihr von Cambridge einen kleinen Minx 301 nehmen oder irgendwas. Da gibt es ja. viele Beispiele. Oder auch Kev, den KC62 zum Beispiel, auch ein unglaublich toller Subwoofer. Kann man dazu anschließen, dann habt ihr natürlich ein volles Volumen. Und was wir jetzt machen wollen, eben dementsprechend, ist euch mit diesen Titeln nochmal unseren Musikeindruck zu vermitteln. Dann haben wir also mit euch zusammen praktisch 6 All-in-One-Geräte getestet und freue mich drauf, muss ich sagen. Ist ein cooler Test, weil er eben nicht, ist ein bisschen schwieriger, weil wir umstecken müssen und so weiter. Wir hoffen, dass ihr das vor der Kamera sozusagen, also jetzt, wenn ihr guckt, auch richtig mitbekommt. Und wie gesagt, ihr seid immer eingeladen, zu uns zu kommen oder auch natürlich deutschlandweit, wo ihr auch immer wohnt natürlich. Und dann die Händler zu fragen, sag mal, ich habe gehört, da gibt es die Geräte, kannst du mir 2 davon vielleicht zeigen, dass ihr das im Vergleich hören könnt. Was wir hier machen, wir hören in unseren Räumlichkeiten, können dadurch natürlich ziemlich präzise hören, wo der Unterschied ist. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Aber technisch sind die, würde ich sagen, Marc, ziemlich auf einer Höhe. Oder? Also ja, bis auf, was ich sehr, sehr sexy finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt das direkt zu werten, welches Gerät ich jetzt besser finde. Der Technics hat ja auch ein CD-Laufwerk, aber in diesem Fall ein Top-Lader. Das heißt, ich mache oben die Klappe auf, lege die CD rein. Ja, ja. Die anderen beiden haben, der Omnia hat eine Lade, die rausfährt und der Sonoro hat ein Slot-In-Laufwerk. Richtig. 3 unterschiedliche Techniken. Ja. Top-Lader findet man sonst eigentlich bei CD-Spielern eher im high-endigen Bereich. Ja, definitiv. Urmäßig oder solche Geschichten. Genau. Vermittelt für mich per se erstmal jetzt, wie gesagt, sonst ansonsten wertungsfrei, wie es jetzt klingt, aber für mich etwas wertiger als Top-Lader, CD. Dann hat der Technics, was ich ja gerade, nun komme ich auch aus dem Heimkino-Bereich, sehr sexy finde, eine Einmessung. Ja, das stimmt. Er hat schon vorinstallierte EQ-Funktion, vier Stück. Also ich kann in die App reingehen. Achso, sind alle 3, haben eine App, über die wir spielen. Technics hat eine ganz eigene Technics-App. Audiolab läuft über die Play-Fi, DTS Play-Fi-App. Und Sonoro hat, die nennt sich Undock oder Undock. Vielleicht Undock. Undock. Ist egal. Naja, aber so auf alle Fälle, genau. Und da kann ich dann in der App auswählen zum Beispiel, wie stehen die Lautsprecher? Stehen sie im Regal? Stehen sie frei? Stehen sie in der Ecke? Genau. Und ich kann sogar sagen, ich kann es aufteilen, dass ich, das nennt sich dann LR, also links, rechts, Customize. Wenn ich darauf klicke, kann ich sagen, der linke steht im Regal und der rechte steht frei. Je nachdem, wie dann die Auslegung ist auch zu Hause. Man hat ja nicht immer eine komplette Symmetrie. Und als i-Tüpfelchen, da habe ich tatsächlich auch gerade ein bisschen mit rumgespielt, hat er eine Einmessung. Ich halte dann praktisch mein Tablet am Hörplatz hoch und dann pinkt er einmal durch. Ja. Das ist klingt eine spannend. Coole Funktion. Klingt spannend, ja. Und auch dieses Voreingestellte, das kann man ja ausprobieren, wie sich Richtig. Der Klang verändert. Das, Richtig, genau. Das ist ja, früher gab es ja, wissen vielleicht einige von euch noch, die sogenannten Equalizer. Das war ja immer so eine Welle, die man eingestellt hat. Richtig, da irgendwie. High-Ender finden das natürlich schrecklich. Also bei High-Ender, also nimm wieder mal, was ich nehme auch T&A meinetwegen oder wie auch immer, die sagen natürlich, Leute, gar keine Klangregelung am besten. Ja. Wenn das an ist, ist das Gerät perfekt. Ja. Das ist die eine Geschichte. Aber die andere Geschichte ist das eigene, der eigene Geschmack. Ja. Und wenn man natürlich dann sagen kann, du, ich habe die Wahl, tatsächlich zu sagen, entweder die 4 voreingestellten, ja, was sind das, DSP?
ESPs, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also so Equalizer-Einstellungen, genau. Ja, da was genau. Verändert. Und da gefällt mir die am besten. Und es geht immer nur um euren Geschmack, nicht um richtig und falsch. Das, was ihr empfindet, egal ob es dann so oder so ist, wenn ihr sagt, mega, so ist das toll, dann bleibt das so. Darum geht es das, ja. Das war technisch natürlich schon mal weit vorne. Wir reden hier ja auch mehr von Lifestyle als von definitiv. Absoluten High-End. Ja, das ist klar. Das, ist auch das so muss klar. Man dazu sagen. Ja, ja, ja. Und da alles rausholen, was rausholen, das ist auch genau, richtig. Genau. Kabel noch schnell erwähnt, soweit ich sehe, Chorus 300 müsste das sein, Goldkabel. Das ist ein Kabel, was im Bereich, dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt, so 2x3 Meter, 400 Euro, 300 Euro, so um das den Bereich. Das Chorus, ne? Ja, ja. Wird ungefähr da liegen. Hm. Dass ihr es wisst, haben wir angeschlossen und ja. Marc, lass uns loslegen. Ich will Musik hören. Wollen wir starten? Ja, sicher. Ich bin auch gespannt. Du hattest ja, glaube ich, schon erwähnt, ne, dass wir die gleichen Lieder wählen. Dann habt ihr eigentlich auch so eine richtig geile Vergleichbarkeit. Und wir haben beim letzten Test, sind wir gestartet mit Fiona Harte und das Lied heißt Storms. Genau. Wir beginnen. Und wir beginnen ganz links mit dem Technics. So ihr Lieben, bevor wir loslegen, ganz kurz nochmal eine Riesenbitte an euch und zwar, wie gesagt, abonniert den Kanal, das wäre großartig, wir haben mal nachgeguckt. Bis jetzt ist es so, dass grobe Richtung ungefähr 27% die Videos von uns gucken, auch abonnieren. Das ist schon mega gut und da sind wir dankbar, soll auch gar nicht eigentlich geändert werden, aber ein Abo ist für uns tatsächlich eine tolle Sache. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal,
Lukas wird euch das kurz unten reinblenden, so nach dem Motto, dass ihr nur draufklicken müsst und dementsprechend dann loslegen könnt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Fazit an. Ja. Genau. Lass uns loslegen. Gehe ich auch tatsächlich von links nach rechts, also angefangen mit dem Technics. Genau. Möchte dazu nochmal sagen, wir haben natürlich alles ausgenutzt, was geht beim Technics. Also nicht nur die Equalizer-Voreinstellung, dass jetzt die Lautsprecher freistehen, wäre in diesem Fall ja so. Nein, ich habe tatsächlich mich hier hingesetzt mit dem Tablet und einmal die Einmessung vorgenommen, dass wirklich hier am Hörplatz das optimalste Klangergebnis aus dem Technics rauszuholen ist. Ne? Genau. Und im Vergleich zu den anderen beiden hört man es auch, dass meines Erachtens nach die Räumlichkeit dadurch zunimmt. Leider aber gerade bei diesem Lied, ich bin mal gleich neugierig, wie es beim zweiten Lied ist, die Stimme heller wirkt, aber schon für mich Richtung Spitz geht. Bei einigen Sequenzen, okay, wo ich sage, okay, da könnte es Ticken runder sein. Ansonsten sehr schön, hat sich schön vom Lautsprecher gelöst, war, wie ich eben schon sagte, schön räumlich, hat Spaß gemacht. Der Audiolab, im Gegensatz zu dem Technics, das habt ihr sicherlich auch gehört, ist die Stimme etwas bedeckter. Mhm. Also würde ich sagen, jetzt dumpf ist jetzt falsch, das stimmt nicht. Aber sie ist etwas bedeckter, es ist etwas mehr nach hinten versetzt und ich finde, gerade wo das Schlagzeug einsetzt, kommt untenrum ein bisschen mehr Druck im Verhältnis zum Technics. Dann haben wir den Sonoro. Wir hatten ja am Anfang ein bisschen gemutmaßt, ob diese 170 Watt Leistungsendstufen tatsächlich einen kleinen Unterschied machen. Ich finde ja. Also man hört, dass es etwas freier spielt. Diese Räumlichkeit, die der Technics an Tag liegt, hat er in diesem Lied jetzt nicht unbedingt mitgebracht. Das liegt, glaube ich, auch einfach an der Einmessung. Kann gut sein. Weil natürlich da die Frequenzen ein bisschen begradigt werden. Die Stimme ist aber schön klar und deutlich zu hören. Und ich finde von den dreien bei diesem Lied, gerade als das Schlagzeug mit einsetzt, diesen Feger, ne, der damit beißt, ja, klingt Bass, es für mich am stimmigsten, am harmonischsten. Ja. Also, bist du durch? Ich bin sowas von durch. Gut, Technics fange ich auch an. Also erstmal war ja der erste Eindruck. Wir haben noch nichts gehört. Wir hörten ja nun am Anfang den SAC 600, den neuen von Technics. Hat mir super gefallen erstmal. Also wirklich, hat mir toll gefallen. Ich habe geschrieben, sehr klare Wiedergabe, aber klar nicht im Sinne von scharf, sondern einfach klare, schöne Wiedergabe fand ich super. Die Saiten der Gitarre sehr authentisch, dass ich mir vorstellen, ja, die Gitarre, das ist eine Gitarre und es ist nicht irgendwo ein Synthesizer, Keyboard, ich mache mal irgendwas, das so ähnlich klingt wie Gitarre. Nein, das war toll, fand ich. Hat mir wirklich gut gefallen, völlig wertungsfrei. Jetzt kam aber der Omnia und da fiel mir auf, dass der Nachtdruck der Musik, dieses, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass die Gitarre wirklich noch ein bisschen mehr Körper. Ja, genau, die hat noch ein bisschen mehr Körper gehabt. Ja. Die ist mir näher gekommen, wie übrigens, da will ich dir nicht widersprechen, aber meine Empfindung war genau gegensätzlich. Ich glaube, du hattest gesagt, das rückte zurück. Ja, also die Stimme. Ja, das meine ich. Da kam mehr Druck unten. Ich habe es wahrscheinlich etwas unglücklich ausgedrückt. Nee, aber du meintest. Ne? Es gibt ja kein richtig und falsch, das ist ja deine Empfindung. Aber, aber bei mir war es so, dass die Stimme nämlich auf mich zukam. Also ich empfand sie näher plötzlich. In dem Fall war die Stimme wirklich sehr rechtslastig. Ich sitze zwar auch rechts, aber ich glaube auch du wirst sie mehr von rechts gehört haben. Aber was wirklich war nachher als das Schlagzeug, genau was du sagst, als das Schlagzeug, die Bass praktisch. Für mich war es die Bass, also der Bass wirklich eingesetzt hat. Da muss ich sagen, da war definitiv für mich mehr Druck drin. Und zwar ganz sauber, ganz super, hörte sich toll an. Das war der Unterschied für mich so zum Technics hin. Und dann kam, wie gesagt, der Maestro. Und ihr müsst euch das wirklich mal so vorstellen, Sonoro ist ja gar nicht so eine Marke, die man so auf der Pfanne hat. Das ist das eigentlich eine Hi-Fi-Marke oder ist das eigentlich so mehr kleine Geräte, All-in-One, stelle ich irgendwo hin? Denn so ist Sonoro eigentlich bekannt, aber da würde ich euch den guten Tipp geben wollen. Habt mal die Marke so ein bisschen auf der Pfanne in der Zukunft, denn ich glaube, Sonoro will ganz woanders hin. Die wollen wirklich Hi-Fi-Marke werden, das sind sie natürlich auch schon, aber die wollen viel mehr in das Segment wie Cambridge oder wie Marantz. Ich muss das mal so ungefähr sagen, ohne es jetzt genau zu wissen, aber da tendieren die hin. Und der Maestro ist für mich so eins der Geräte, wo ich sagen würde, das ist definitiv, gehört in diesen Vergleich ganz sicher mit rein. Also ganz sicher mit rein. Der, was er besonders gut gemacht hat, war, und da hat das vielleicht wirklich mit der Leistung zu tun,
Eine unheimliche Basskontrolle. Ich fand nämlich das am kontrolliertesten. Das war sehr homogen, das Klangbild. Ja. Das hat wahrscheinlich mit der Energie zu tun, die einfach da ist. Und zwar ohne Ende, eigentlich muss man ja fast schon sagen. Ja. Ich fand das klasse. Großer Raum, habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt, die Räumlichkeit wurde, du hast es auch bei dem einen beschrieben, so ein bisschen größer. So. Das war bei mir auch so. Also gefiel mir wirklich, wirklich gut. Toller Nachhall der Gitarre, dieser Hall, der einfach einen Tick länger noch ging, und ihr wisst das selbst, wer Gitarre spielt oder wenn ihr ein Instrument hört, das ist ja nicht weg, nur weil man die Seite nicht mehr anschlägt, sondern es ist ja noch eine ganze Zeit im Raum. Und dieses Nachwabbern ist das falsche Wort, dann wird es schwammig sein, sondern dieser Nachhall, die fand ich, darauf habe ich gehört, die fand ich ganz beeindruckend, muss ich sagen. Also hat mir gut gefallen. In dem Fall muss ich sagen, ja, Maestro, dann der Omnia, wenn man eine Wertung reingeben möchte, dann der Technics, aber bitte bedenken, der Technics kostet aber auch 53%, wenn ihr es so wollt sogar, weniger als die anderen Geräte, weil 1000 zu 1500, das ist ein erheblicher Unterschied, und das finde ich auch nicht unerheblich zu erwähnen. Nee, das stimmt schon. Okay, was haben wir noch, Marc? Gut, als zweites Lied hatten wir beim letzten Mal, jetzt muss ich mal gucken, nächstes Lied. Das zweite, was wir hören wollen. Duff Music. My Only Love. Ah,
Was sagst du dazu? Gut, fangen wir an. Maestro haben wir angefangen. Und mega. Also der Besen auf dem, was ist das, auf der Snare? Oder, glaub ich glaube, ja. Ja, ja, die Snare müsste es sein. Hammer. Total naturgetreu. Hast den Besen gesehen, wie er da so rumstreicht und so. Fand ich ganz, ganz toll. Kontrabassist, der eingesetzt hat. Super zu hören. Die ganze Zeit über ein tiefer Ton. Mhm. Mit ein bisschen Druck dabei. Dann kam die Back nachher dazu. Und ein Stick nur so draufhaut auch. Auch nicht scharf, sondern tatsächlich, wie ich mir ein Schlagzeug halt vorstelle, wie ich so ein Ohr habe. Fand ich super. Und hat er etwas von Gregory Porter überhaupt gehabt, fand ich. Total. So der Sänger, ne? So. Das ist so. Ja. Also hätte ich verwechseln können. Nicht nachher, da ist Gregory Porter ein Tick tiefer noch. Ja. Aber so am Anfang dachte ich so, das ist auch Gregory Porter. Ja. Wie auch immer, aber das ist natürlich nur nebenbei. Also hat mir gut gefallen. Maestro, ganz toll umgesetzt. Ganz warm auch die Musik. Das ist wichtig, finde ich, bei dem Stück auch gewesen. Ganz warm, wunderbar. Dann kam der Omnia. Hat das genau, also ich würde mal wirklich sagen, nahezu genauso gut gemacht, nur es fehlt ein bisschen der Druck. Das heißt also, der Bass wurde für mich ein bisschen schwächer. Und was du am Anfang gesagt hast, beim ersten Stück, fiel mir auch auf, muss ich sagen. Und zwar so den kleinen, ganz dünnen Vorhang, den ich zuziehe, wo die Musik so ein bisschen durchkommt. Immer noch ganz toll, super zu hören ist, wenn man keinen Vergleich hat, Mörder toll. Aber das Quäntchen weniger, würde ich sagen. Also es hört sich jetzt so leider so negativ an, aber das soll nicht so rüberkommen. Kann auch anderen wieder besser gefallen. Mhm. Aber da muss ich sagen, fand ich den Sonoro doch noch klarer im Ganzen, in der Musikwiedergabe an sich. Und dann kam der Technics. Das muss ich sagen, war auch der Kontrabassist war da. Nachdruck war da, aber er ist wirklich sehr hell. Also das muss ich auch sagen. Der fiel mir auf, dass er wirklich sehr hell wurde. Ich will nicht sagen scharf, so weit würde ich nicht gehen. Aber da braucht man schon so einen Gegenspieler als Boxenpaar, die wärmer sind, so ein Engländer, so Boss und Wilkins, meine Monitor Audi, wie sie alle heißen mögen, die da, wobei die Kantos übrigens auch sehr gut macht, die Taunus, auch die ist gut abgestimmt. Ganz genau, die überzeichnet es nicht, sondern das lässt sich auch noch alles super aussehen. Sehr neutral, würde ich mal sagen. Genau. Ne? Ja. Also hier muss ich sagen, ich bleibe bei der Wertung in Anführungsstrichen, aber wir reden von 100 Punkten, 98 und 97 Punkte. Wir reden jetzt nicht von 80, 60 und 100 Punkten. Da muss ich sagen, wäre für mich der Maestro so wirklich sehr weit vorne, sehr weit vorne. Omnia ganz dicht dran so und dann kommt der Technics. Aber ich möchte betonen, das ist mir ganz wichtig, dass der Technics richtig einen guten Job macht. 1.000 Euro hinstellen, alles haben, was du brauchst, wirklich, wirklich alles haben, was du brauchst. Ja. Und wenn du zu wenig Druck hast, wie gesagt, holst du einen Subwoofer dazu, anschließend Thema durch. Für das Geld, Hammergerät. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung, muss ich sagen. Ja. Das wurde früher, glaube ich, bei Audio immer so gemacht. Diese Empfehlung, Klangtipp, dann hast du die Ohren da gehabt. Genau. Ja. Da würde ich also dieses Ding oben hinsetzen jetzt und sagen, Alter, Preis-Leistungs-Verhältnis ist gleich. Preis-Leistung ist Bombe, genau. Definitiv. Was habe ich mir aufgeschrieben bei dem Lied? Wir haben ja mit dem Maestro angefangen. Also man merkte gerade hier, weil es ja auch, ich sag mal, das vorige Lied, Fiona Harte, war ja relativ ruhig in sich. Da war nicht viel drin. Nee. In diesem Lied kam ja schon komplexere Passagen, wo du, finde ich, jetzt die drei ganz klar unterscheiden konntest. Ja. Also der Maestro hat wirklich Ruhe im Klangbild gehabt, hat die Übersicht behalten. Souverän. Das war alles souverän gemacht, wirklich alles schön fein aufgegliedert. Du konntest jedes Instrument klar orten. Ist verorten. Das hast du nicht mal gesagt. Sorry. Jetzt. Ja. Los. Kannst du jetzt mit leben. Fand ich sehr gut, hat er sehr gut gemacht. Es war auch wirklich in sich stimmig. Das hatte ich ja auch schon beim vorigen Lied gesagt. Das war gerade, als er das Schlagzeug mit eingesetzt hat und die Gitarre bei Fiona hatte, war es für mich die stimmigste Vorstellung von den dreien. Hier wieder das Gleiche im Endeffekt. Also fand ich toll, wie der Sonoro das gemacht hat. Wirklich klasse. Notwendigen Druck, nicht zu viel, nicht zu wenig, ist in sich stimmig. Hat echt Spaß gemacht zu hören, auch sehr dynamisch. Der Audiolab hat das auch sehr, sehr gut gemacht, und da bin ich ganz bei dir. Die Stimme tatsächlich, als wenn so ein ganz, ganz feiner, ich sag mal, wie so eine Lautsprecherabdeckung. Die ist ja akustisch transparent, aber nimmt doch so ein ganz bisschen weg. Aber es kann trotzdem mancher auch mögen. Ja, definitiv. Das kommt auch auf das Musikmaterial drauf. Genau. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und vielleicht dann auch dementsprechend die Lautsprecher, wo du jetzt sagtest, beim Technics vielleicht eher ein Lautsprecher, der wärmer abgestimmt ist. Hier vielleicht genau andersrum, dass du sagst, okay, hier nimmst du vielleicht, ist das der perfekte Match für einen Lautsprecher, der etwas heller abgestimmt ist. Genauso den Gegenpart zu wählen. Ist immer das Spiel. Gibt ja keinen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Richtig, genau.
Also ich habe hier stehen, also nicht so klar im Verhältnis wie der Sonoro, ist aber auch sehr kraftvoll. Mhm. Untenrum hat er einen richtig schönen Punch und macht das sehr gut. Ja, und dann kommt der Technics. Sehr klar, habe ich geschrieben, in Klammern entschlackt. Also es hört sich wirklich sehr klar heraushörbar an, aber auch wieder für mich persönlich in der Kombination ticken zu hell. Was ich ja auch bei der Fiona Harte sagte, da ging es für mich Richtung Spitz, war hier auch schnell und mir fehlte beim Sänger so ein bisschen der Körper. Mhm. Okay. Ja, also sinnbildlich gesprochen. Ja, ja, also, aber sehr detailliert. Also ich bin da ganz bei dir. Wenn ich da jetzt einen wärmeren Lautsprecher anschließe, ist das vielleicht ein geiler Match. Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Ungeschlagen gut, alleine auch mit der Einmessung, mit der Equalizer-Funktion, dass ich technisch auch betrachtet da sicherlich noch ein bisschen rausholen kann, ja, ist das schon echt eine Wucht. Also auch von der Gewichtung her, wenn ich jetzt da ein in diesem Dreiergespann Sieger küren müsste, würde ich auch sagen, eher der Sonoro, der für mich eigentlich ganz vorne ist, ganz dicht gefolgt vom Audiolab und direkt dahinter kommt der Technik. Also keiner fällt hier aus dem Feld. Das Nein, ganz definitiv also nicht. Überhaupt nicht, finde ich. Sondern die spielen alle auf Augenhöhe miteinander. Und ich denke, es ist auch ein bisschen Geschmackssache nachher. Guckt euch die App mal an. Die sind ja tatsächlich unterschiedlich. Auch das kann Vorzug oder das kann auch ein Nachteil sein, wenn man allgemeingültige Apps nimmt und nicht eben wie Technik zum Beispiel eine eigene App hat als Beispiel. Das kann auch Zünglein an der Waage sein. Da gibt es einige Faktoren, wo man sagt, das ist mir wichtig. Allein wenn ich, es gibt auch von euch sicherlich Kunden oder Leute, die allein, wenn sie ein Gerät hochnehmen und sagen, Mann, das ist echt wertig, das ist ja Wahnsinn. Ich kaufe also nach Gewicht, ich übertreibe das ist natürlich Quatsch, aber da ist der Omnia ganz weit vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist richtig was verbaut drin. Es gibt so Faktoren, die sind ja nicht unbedingt, wie soll man das sagen, sachlich, sondern die sind einfach emotional, dass man sagt, ich finde das auch optisch den Hingucker, das Ding, und oder auch der Maestro, oder selbstverständlich, was du sagst mit dem Toplader, dass man sagt, ich finde den Technics einfach unglaublich. Und das ist eine Nuance, wo die Jungs gesagt haben, ja, das fehlt dir vielleicht ein bisschen, aber erstens, ich spare 500 Euro und zweitens ist das bildschönste Gerät, als Beispiel, wenn es für euch so ist. Also, keiner fällt hier raus, keiner ist auffällig geworden sozusagen, überhaupt gar nicht, und deswegen finde ich schon mal spannend. Ja, definitiv. Ne? Und das machen wir noch einmal. Wir haben ja noch einen, und zwar, das machen wir auch wieder ein paar Wochen irgendwann. Wir werden nochmal ein Vergleichsvideo bringen. Wir hoffen, dass euch das gefällt überhaupt. Aber wir finden die Geräte schon sehr spannend. Und damit haben wir jetzt ja 6 All-in-One-Geräte für euch getestet, mit euch sozusagen getestet, ihr konntet hören. Habt schon mal 6 Geräte und es geht ja in eine Richtung, müsst ihr euch vorstellen, wir haben ja auch, wenn das Video erscheint, auch schon mal die LS60 von Kev vorgeführt, euch gezeigt, praktisch Unboxing und so weiter, werdet ihr schon gehört haben. Und was ich erzählen will ist, Wohnraum wird knapper und knapper und teurer und teurer. Und deswegen müssen auch Anlagen, finde ich, müssen nicht, aber es ist kein Nachteil, wenn Anlagen kompakter werden und dabei aber eine hohe Qualität haben praktisch. Mhm. Und diese 6, die wir bis jetzt so auch mit dem AVM oder auch mit NRD und dann mit dem Cambridge, was wir auch schon gezeigt haben, das sind wirklich, ich finde, das ist kein Anfängerbesteck. Das ist schon richtig was wirklich Tolles. Ja. Und wenn ihr euch dazu noch ein paar schöne Lautsprecher gönnt, euer Wahl, was auch immer ihr toll findet, dann habt ihr eine Kombination, die schmal ist, also die LS60 würden dazu jetzt nicht passen, weil sie aktiv sind, aber die schmal sind und die gut in den Wohnraum reinpassen. Und das persönlich finde ich schon mal gut. Also ich wollte mit der LS60 eigentlich nur sagen, guckt euch die nur mal an von der Größe her. Und es gibt von Revox, von von Monitor Audio zum Beispiel, gibt es auch ganz, ganz schlanke Lautsprecher, die toll klingen. Wie gesagt, also wirklich sehr gut klingen, muss man sagen. Und dabei aber kaum Volumen haben. Und das könnt ihr locker hinstellen, fällt gar nicht auf und ihr habt eine mega tolle Anlage. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das bis heute? Für heute? Bis heute nicht, aber für heute war es das. Und genau, der nächste Test kommt bestimmt. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank dafür, muss ich sagen. Uns hat es wie immer Spaß gemacht. Ja. Und wie gesagt, lasst ein Abo da. Wir wollen die Quote erhöhen. Das wäre wirklich toll, wenn ihr das schafft. Letztendlich könnt nur ihr das schaffen. Es kostet nichts, das wisst ihr, so ein Abo ist kostenfrei für euch. Betätigt die Glocke, wenn ihr wirklich benachrichtigt werden wollt, wenn was Neues kommt. Müsst ihr aber gar nicht, könnt auch so mal reingucken, was hat Fidelity Neues, das entscheidet ihr. Aber ein Abo wäre spitzenmäßig. Also, dafür schon mal herzlichen Dank. Marc, willst du Tschüss sagen? Macht's gut. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, tschüss.